Okay, also nochmal herzlich willkommen zur Session. Es geht um das Thema digitales Kollaborieren. Und der Hintergrund, weil ja einige gefragt haben, ne, ich habe gar nicht verstanden, was es geht, ist, ich habe eine Anfrage bekommen zu einem Vortrag Ende Oktober bei einer Gesellschaft, die heißt Bildung und Wissen und die ist extrem konservativ. Ich war da letztes Jahr auch bei der Tagung, da geht es um digitales Lernen, digitale Bildung. Aber die betrachten das einseitig nur aus dem Diskurs der Überwachung, der Kontrolle, der Manipulation. Und ich war da auch ein bisschen entsetzt, wie stark negativ und dystopisch das ist. Und die haben mich jetzt eingeladen, dieses Jahr für einen Vortrag und ich möchte da zeigen, dass digitale Kollaboration funktioniert. Deswegen habe ich jetzt so eine kleine Aktion gestartet. Ich habe letzte Woche in meinem Blog was geschrieben, wo ich es auch nochmal erläutert habe, dass ich da eingeladen bin und jetzt aufrufe, dass wir meine Folien gemeinsam erstellen. Also ich habe im Blog dann gleich die Slides für Google Slides verlinkt, wo man schon reinschreiben kann, Themen, Vorschläge und so weiter. Und mir geht es um den Prozess. Also dass man sagt, man hat ein Netzwerk und man kann zusammenarbeiten und es muss nicht immer nur negativ einseitig sein, Überwachung, Kontrolle und Unterdrückung. Und dass eben aus meinem Netzwerk, das ich habe, das ich mir jetzt über die Jahre aufgebaut habe, ich da um Vorschläge bitte. Also was gibt es für positive Beispiele für gelungene Kollaboration, für digitale Bildung? Und das möchte ich dann im Vortrag zeigen. Und da ein Teil soll eben dieser Prozess sein. Also es gibt schon Reaktionen auf den Blogbeitrag, Kommentare, es gibt Nachrichten über Twitter. Es wird angekündigt, dass es so Videobotschaften gibt, also es ist alles erlaubt, ne? Dass man mir irgendwas einschickt, kann auch eine Postkarte sein oder ein Fax. Es, ne? Muss nicht nur der eine Weg sein, sondern es geht darum, was, und das will ich jetzt hier auch in der Session darstellen oder diskutieren, was für Wege wir haben, jetzt mit den digitalen Möglichkeiten uns zu vernetzen und auch auszutauschen. Und es soll eben mehr sein, als jetzt nur hier gibt es einen interessanten Link auf einen Artikel. Guck dir mal an, sondern deswegen habe ich ja bei mir extra diese Folien reingestellt, weil es ist ja nochmal die Hürde höher, ne? Dass ich habe den Titel nur reingeschrieben und dann drauf geschrieben, so welche Themen sollten diskutiert werden. Und dann kann jeder, ich habe es öffentlich geschaltet, jeder kann in die Folien reinschreiben. Und ich werde die natürlich vor dem Vortrag nochmal überarbeiten. Aber die Idee ist, dass man das nutzt und die Leute sich darauf einlassen, also für den Vortrag schon mitzuarbeiten, was ja die Hürde schon mal höher ist, als einfach nur zu sagen, hier ist ein interessanter Link, hast du nicht gesehen, guck dir mal an. Genau. So viel zum. So viel, das war eigentlich so die Vorrede. Ja, ich will jetzt hier nicht eine halbe Stunde lang reden, sondern wir wollen ja miteinander ins Gespräch kommen. Genau. Der liebe Marc hat jetzt wieder ausgemacht, ich wollte ja nur ganz kurz. Danke. Du hättest noch einen Meter vorgehen müssen.